Hallo Leute, da bin ich wieder mit einem neuen Video. Heute habe ich mal ein etwas anderes Video für euch. Ich wollte heute mal Weichkaramellen testen. Ich habe hier vor mir vier verschiedene Weichkaramellen und ich zeige euch jetzt mal, welche Weichkaramellen ich da testen werde und werde euch nachher mal sagen, welche mir am besten geschmeckt haben. Ich werde einmal testen von Action. Die Weichkaramellen Fudge mit Vanillegeschmack. Das sind ja holländische Weichkaramellen aus dem Action und diese werde ich einmal testen. Dann werde ich einmal testen diese Krupka Weichkaramellen. Diese sind polnische Weichkaramellen und ich zeige euch die etwas näher, wenn ihr die jetzt noch nicht kennt. So sieht die Verpackung aus. Also wie ich schon gesagt habe, polnische Weichkaramellen. Dann habe ich nochmal polnische Weichkaramellen, die heißen auch Krupka. Diese gab es neulich bei Lidl zu kaufen und ich habe die jetzt mal bei Lidl mitgenommen, um zu sehen, was hier der Unterschied ist, weil beide sind ja polnische Weichkaramellen. Einmal sieht die Verpackung eben so aus, die sind eben aus einem anderen Laden, nicht aus dem Lidl. Und diese da sind eben aus dem Lidl. Und jetzt werde ich die beiden auch mal testen, was der Unterschied ist oder welche hier besser schmecken. Und zu guter Letzt, die Nummer 4, habe ich auch noch Weichkaramellen mit Haselnussgeschmack. So schauen die aus. Und ich werde jetzt mal nacheinander die Weichkaramellen testen. Ich werde jetzt erstmal hier diese Verpackungen alle öffnen und dann starten wir mal. So, ich habe jetzt mal alle Verpackungen aufgemacht. Und die erste Weichkaramelle, die ich testen werde, ist diese aus dem Action, diese Fudge. Und hier habe ich die mal aufgemacht und ich zeige euch mal, wie die Karamellen aussehen. Also so schauen die aus. Und wie man unschwer erkennen kann, sind die nicht mehr in einem extra Papier eingewickelt, sondern die sind einfach in dieser Verpackung so drin, ohne noch ein extra Papier. Ich hole jetzt mal einen Fudge raus. Die sind ein bisschen so zusammengeklebt. So. Also die Verpackung sieht nochmal so aus. Und das ist diese Weichkaramelle Fudge, wo drin ist. Sie ist so, wenn man es mal so drückt, ist die ziemlich hart. Aber jetzt probiere ich die mal und sage euch dann, wie die mir schmeckt. Also die ist ziemlich weich, man kann sie gut beißen. Man kann gut drauf beißen, die ist weich. Ist aber wahnsinnig süß, Leute. Ja, man schmeckt den Vanillegeschmack raus, aber die ist sehr süß, muss ich sagen. Und jetzt werde ich einfach mal die Nummer 2 probieren. Und zwar nehme ich da diese polnischen Weichkaramellen, diese da. Und diese sind eben ganz normale Milchkaramellen, also ohne Vanillegeschmack. Und jetzt werde ich da mal so eine Weichkaramell hier aufholen. Und wie man sehen kann, ist diese Weichkaramelle in einem Papier eingewickelt. So sieht das Papier aus, mit dieser Kuh hier drauf. Das Papier finde ich schon mal richtig schön. Die Frage ist natürlich jetzt, ob man das wirklich braucht, dass man die Weichkaramelle nochmal extra in ein Papier einwickelt. Aber ich denke mal, dass die vielleicht so länger frisch bleiben. Und was eben auch noch besser ist, wenn die in einem extra Papier nochmal einzeln eingewickelt sind, dass die eben nicht so zusammenkleben. Weil was mir hier aufgefallen ist bei dem Fudge, die kleben ja schon so richtig aneinander. Die muss man ja dann schon mal ein bisschen so auseinander, erstmal auseinander machen da, weil die so aneinander kleben. Aber es ist jetzt nicht schlimm, weil die lassen sich auch gut trennen voneinander, diese Fudge-Karamellen.
Und jetzt werde ich mal diese Krówka, diese polnischen Weichkaramellen testen, ob die besser sind als diese Fatsch aus Holland. Jetzt mache ich erstmal das Papier hier auf. Und wie man sehen kann, sind die doppelt im Papier eingewickelt. Einmal sind die in so einem Papier erst eingewickelt, so ähnlich wie so ein Butterbrotpapier, wie so ein Seidenpapier irgendwie, so sieht es aus. Und dann ist es noch einmal über dem, noch einmal in diesem Papier hier eingewickelt. In diesem Papier da ist diese Weichkaramelle nochmal eingewickelt und ich werde jetzt einfach mal dieses testen. Und wie man sehen kann, sieht diese Karamelle so aus. Ich nehme mal die Fatsch raus, damit ihr noch den Unterschied hier sehen könnt. Also das ist diese holländische Weichkaramelle Fatsch und dieses ist die polnische. Und wie man sehen kann, ist die polnische etwas größer, etwas länger und von der Farbe auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera erkennen kann, aber von der Farbe ist diese polnische Weichkaramelle ein bisschen, würde ich sagen, eine Nuance dunkler als dieses Fatsch. Ja, und jetzt probiere ich einfach mal. Also dieses ist jetzt mehr so quadratisch, dieses Fatsch hier. Wie so ein Suppenwürfel, würde ich mal sagen. Es kommt dem Suppenwürfel jetzt von der Form sehr nahe. Und dieses ist eben so eher wie ein Bonbon, so länglich. Und jetzt werde ich einfach mal diese Krówka Weichkaramelle testen. Also die ist noch weicher wie diese Fatschkaramelle, diese Fatsch. Ist doch härter etwas. Also die vergeht so richtig toll im Mund. Die schmilzt. Hat einen super tollen Geschmack, muss ich sagen. So einen tollen Milchgeschmack. Schmeckt mega gut. Und schmilzt im Mund, ist auch süß. Also sie schmeckt wirklich sehr gut. Und jetzt gehen wir zu Nummer 3 auch. Zu dieser polnischen Krówka Weichkaramelle aus dem Lidl. Und ich hole jetzt da mal so eine Weichkaramelle raus. Und diese Weichkaramelle sieht so aus. Dieses ist Plastik. Und dieses war eben doch ein Papier. Also ein richtiges Papier war das. Wie ich schon gesagt habe, dieses wie so ein Butterbrotpapier. So ein Seidenpapier und dieses ist eben auch ein Papier eingepackt, diese Krówka Weichkaramellen da. Und diese da aus dem Lidl sind in einer Plastikverpackung drin, in einem Plastik. Und jetzt werde ich das mal aufmachen. Also wie ihr sehen könnt, ist hier Plastik. Und diese sieht mal ganz anders aus. Die ist so oval, wie ihr sehen könnt. Also dieses war nochmal diese Fatsch. Und dieses ist diese aus dem Lidl. So sieht die aus. Also richtig oval und auch groß. Und wie ihr sehen könnt, ist diese noch dunkler wie diese Fatsch und wie die vorige Krówka. Also diese ist jetzt bisher die dunkelste hier aus dem Lidl. Und jetzt werde ich die mal testen, wie die so ist. Also ist so ähnlich wie die vorige, auch weich, also weicher wie das Fatsch. Also diese Weichkaramelle schmeckt auch sehr gut. Diese hat noch so einen richtig feinen Buttergeschmack mit dabei. So einen richtig tollen Buttergeschmack. Die schmeckt wirklich sehr gut. Und jetzt gehen wir mal zur letzten, zur Nummer 4. Und zwar diese Weichkaramellen mit Haselnuss. Jetzt werde ich da mal so eine rausnehmen. Und wie man sehen kann, ist die auch nochmal eingewickelt. Und dieses ist ein Plastik, also kein,
kein Papier, sondern, muss ich mal schauen, sie ist auch zweimal eingewickelt. Auch einmal in so einem Butterbrot-ähnlichen Papier, so ein seidiges Papier hier, wie das andere da aus Polen. Und dann ist die auch noch in so einem Plastik eingewickelt gewesen. So schaut es aus. Diese Karamelle sieht so aus. Also nochmal zum Unterschied zur Fudge. Das ist die Fudge und dieses ist dieses da. Wie man sehen kann, ist die auch etwas dunkler. Von der Form her kommt diese schon dem Fudge etwas näher. Diese Fudge ist natürlich geformter, wie man sehen kann. Die ist richtig schön so quadratisch. Die hat so schöne Ecken und Kanten. Diese anderen Karamellen haben das nicht so. Die sehen eben so aus und die anderen beiden, die ich schon getestet habe, die waren ja auch nicht so mit so Ecken und Kanten wie diese Fudge. Auf jeden Fall werde ich jetzt diese mal mit Haselnuss testen. Die sind ein bisschen härter als diese Krofkas. Die Haselnuss schmeckt man raus. Also schmeckt nach Haselnuss, das schmeckt man schon raus und hat jetzt auch gut geschmeckt. Also ich muss jetzt nochmal ein Fudge probieren, dass ich nochmal genau teste. Ich muss nochmal kurz für mich, dass ich genau sagen kann. Also bei diesem Fudge muss man schon mehr kauen, weil die schon härter sind. Die zergeht nicht so im Mund. Hat jetzt aber überhaupt keinen Buttergeschmack. Sehr süß. Der Vanillegeschmack kommt ein bisschen so, merkt man schon. Und jetzt muss ich noch mal diese beiden Krofkaster probieren, weil ich da jetzt nicht so noch mich entscheiden kann oder noch nicht so schlüssig bin, welche mir jetzt von diesen beiden besser geschmeckt hat, weil die doch relativ ähnlich waren oder fast gleich geschmeckt haben. Also ich probiere nochmal diese da und diese da. Ihr seht, die ist ziemlich weich hier. Die riecht auch sehr gut. Die zergeht im Mund, wenn man da drauf beißt. Wenn man da drauf beißt, ist die richtig. Die zerbröselt so richtig im Mund, muss ich sagen. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Zerbröselt im Mund. Ich glaube, so könnte man es beschreiben. Zerbröselt im Mund. Und jetzt probiere ich die nochmal aus dem Lidl. Das war ja diese ovale Form hier. Auch im Mund. Jetzt musste ich die nochmal nehmen, dass ich mal gucke. Und den Beinen ist wirklich schwierig. Die Nummer 3 und 4. Also jetzt habe ich mal diese 4 verschiedenen Weichkaramellen getestet. Und mal schauen, wer im Rennen liegt. Entweder die holländischen Weichkaramellen oder die polnischen Weichkaramellen. Also, meine Meinung ist, von diesen beiden polnischen Weichkaramellen hat mir jetzt von der Verpackung her dieses besser gefallen, weil die jetzt doch im Papier eingepackt waren und diese eben in Plastik drin eingepackt waren extra. Und diese sind eben so lose. Die haben jetzt überhaupt kein Papier und kein Plastik. Nur das ist jetzt die Frage, ob man unbedingt nochmal ein Papier braucht, um die extra nochmal einzuwickeln. Aber ich denke mal, wenn man jetzt unterwegs ist
und sich ein paar Weichkaramell mitnehmen möchte, also wenn man nicht die ganze Packung mitnehmen möchte, dann sind die schon etwas ungeschickt, weil hier kann man ja nicht diese Weichkaramellen so rausnehmen und so mitnehmen. Da müsste man die wieder extra in eine Verpackung reinmachen. Dann müsste man die eben wieder extra verpacken. Und diese kann man eben so rausnehmen einzeln und eben auch mitnehmen. Aber es ging jetzt um den Geschmack. Und ich wollte euch jetzt mal sagen, welche Weichkaramelle mir jetzt persönlich am besten geschmeckt hat. Also ich muss ehrlich sagen, diese polnischen Weichkaramellen haben mir einiges besser geschmeckt wie diese Fatsch. Diese waren doch etwas härter, nicht zu hart, aber auch vom Geschmack her, dieses Vanille schmeckt zwar gut, aber ich mag eben lieber diese mit Milchgeschmack und mit diesem Buttergeschmack noch dabei, Milch-Buttergeschmack. Und von diesen beiden kann ich mich jetzt eigentlich schwer entscheiden, welche besser sind. Also ich muss sagen, die waren beide sehr gut. Was noch bei diesen aus dem Lidl ein bisschen noch ein Tick man eher noch rausgeschmeckt hat, war dieser Buttergeschmack. Da hat man bei diesen da den Buttergeschmack jetzt nicht rausgeschmeckt. Diese waren jetzt eher nur Milchgeschmack. Diese waren mit Buttergeschmack. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass diese oder diese besser waren. Die waren oder sind beide, sie schmecken beide sehr gut. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche mir von diesen beiden Weichkaramellen besser geschmeckt haben. Eben wie ich schon gesagt habe, dass der Unterschied nur ist, dass man hier eben noch ein bisschen so einen Buttergeschmack dabei hatte. Wie auch hier auf dem Bild abgebildet. Hier ist ja auch ein bisschen so ein Butterstück hier abgebildet und man hat diesen Buttergeschmack hier auch rausgeschmeckt. Beide würde ich jetzt als Nummer 1 bezeichnen. Also diese haben am besten geschmeckt. Die waren am besten. Und dann von diesen beiden muss ich sagen, also ich muss sagen, mir hat dann ein Tick besser noch diese Weichkaramelle mit Haselnussgeschmack geschmeckt. Weil ich denke, diese Weichkaramelle mit Haselnussgeschmack war auch ein besonderer Geschmack mit Haselnuss. Und ich fand die wirklich gut. Wer natürlich jetzt kein Haselnuss mag in den Weichkaramellen, dem wird diese Weichkaramelle jetzt wahrscheinlich nicht so schmecken. Aber die war auch weich und diese Fatsch ist doch etwas härter. Nichtsdestotrotz schmeckt die auch gut, aber mir kommt die vor, als ob die von meinem Geschmack jetzt sehr, sehr süß ist. Also die ist schon sehr süß, muss ich sagen, zu süß. Die anderen sind zwar auch süß, aber die kommt mir so vor, als ob die doch schon sehr süß ist für meinen Geschmack jetzt. Und deshalb ist das jetzt die Nummer 4 geworden, also von diesen 4 Weichkaramellen. Nicht, dass mir die jetzt nicht geschmeckt hat, aber die anderen waren eben deutlich besser. Also diese 2 polnischen Weichkaramellen sind einfach der Knaller. Die schmecken mega gut, Leute. Die schmecken wirklich mega gut. Die sind echt der Knaller. Die schmecken so gut. Dann kommt diese mit Haselnuss. Und zuletzt kommt eben diese Fatsch. So, das war jetzt das Video von meinem kleinen Test von diesen Weichkaramellen. Holländische Weichkaramellen gegen polnische Weichkaramellen. Und ich muss sagen, also die polnischen Weichkaramellen haben jetzt das Rennen gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.